Wir fangen mal mit den komplexen Zahlen so an, dass wir die mal aufmalen. Und zwar, ich lasse mal diesen senkrechten Strich weg. Nicht jetzt an X und Y denken, sondern wir sagen mal, ich glaube, vierte Klasse, ein Zahlenstrahl. Natürliche Zahlen. 1, ich habe die 0, 2 und so weiter. Und so ging das. Wenn die Zahl größer ist, muss sie auf dem Zahlenstrahl weiter rechts stehen und so weiter. Wir sagen hier einfach mal, weil wir das kennen, das ist der Realteil einer komplexen Zahl Z. Und wir wissen ja alle, die sieht ja zum Beispiel so aus. Also Z sei meinetwegen 5 plus 2i. Jetzt kommt das Thema Imaginärteil. Imaginär ist ja eingebildet. Das ist so ähnlich wie die H-Methode. Da bildet man sich H, hysterisch, Hysterese, Einbildung. Bildet man sich etwas ein, um damit so umtricksen zu können, dass man besser rechnen kann. Wenn ich zum Beispiel habe, es steht da 1 durch x und ich möchte irgendwie eine Grenzwertbestimmung durchführen, das ist jetzt hier ein bisschen zu leicht, weiß ich. Und ich sage, ich lasse x gegen 0 gehen, ich darf ja nicht durch 0 teilen, dann tue ich hier einfach ein h dahinter und sage ich, hysterisch heißt sich einbilden, ich bilde mir hier einen Teil ein, sodass hier unten eben keine 0 steht, Edgewert. So ungefähr kann man sich das vorstellen, diese imaginären Zahlen. Diesen imaginären Teil. Und wir hatten dann auch die ganzen Zahlen kennengelernt, minus 1, minus 2 und so weiter und so fort. Also, das bloß mal nebenbei. Das heißt, hier unten ist der Realteil, der echte Teil, mit dem wir was umgehen können. Und jetzt kommt das Verrückte. Jetzt schreibe ich mal hier bloß eine 1, 2 und 3 aus Spaß ran. Und ich sage hier, das ganze Ding ist der Imaginärteil von Z. Teil von Z. Eine Frage, wo steckt aber I, nicht hier. Das steckt da irgendwo, aber nicht direkt. Nee, ich habe ja hier. Hier. Dieses Stück, das ist I. Mehr nicht. Ja. Das ist das Irre an der ganzen Geschichte. Dieses gelbe Stück hier, ich mach's mal rot. Dieses Stückchen hier, das ist I. Und zwar ein I. So, und jetzt kann man diese Zahl wie folgt darstellen. 5 plus 2i. Das machen wir ganz einfach, indem wir, ich mache die blau hier. So, ich gehe 1, 2, 3, 4, 5 nach rechts und dann 2 nach oben. Nämlich, wie viele I's? Na, 2 I. Aha, also 1, 2 nach oben. Und das ist die Zahl hier, das war sie. Das heißt, ich könnte hier auch noch einen Vektor hinmalen. Das hat übrigens auch was mit Vektoren zu tun. Und jetzt weiß ich, was sie meinen. Oder jetzt gehe ich darauf zurück, was sie gemeint hatten. Das ist die Länge. Und die Länge, die kann man dann wieder mit quadratischem Kram ausrechnen. Machen wir mal gleich noch was anderes. Kleinen Moment. Und zwar Wurzel aus einer komplexen Zahl. Wurzel aus einer komplexen Zahl. Das ist eine ganz verrückte Geschichte. Wir machen erst was anderes. Wir werden mal was quadrieren. Quadrieren. Ein ganz billiges Rezept, um zu sagen, ich möchte irgendwie imaginäre Zahlen multiplizieren, dann multipliziere ich deren Längen und potenzieren heißt ja auch mit sich selbst multiplizieren. Also eine imaginäre Zahl hoch irgendwas, hoch a, sage ich mal, heißt Länge hoch a und den Winkel mal a. Welchen Winkel meine ich? Den hier. Hier, dieser. Das meine ich mit diesem Winkel. Und diesen Winkel dann mal, was dran steht. Das heißt, wenn ich das jetzt hier auf z ist gleich 5 plus 2i anwenden will, dann gucken wir uns das mal an. Dann sage ich, okay, die Länge, wie lang wird denn die? Wie kann ich die Länge der Zahl? Es geht um die echte blaue, diesen blauen Pfeil. Wie kann ich den ausrechnen? Ich habe ja hier schließlich einen rechten Winkel. Wie kann ich die ausrechnen? So, jetzt haben wir uns mal schnell mit der Sache beschäftigt. Pythi, ne? Pythagoras. Ich habe hier ein rechtwinkliges Dreieck. Hier. Und dann sage ich einfach, das... Die Länge ist die Hypotenuse, also die Länge ist dann die Wurzel aus 5 Quadrat plus 2 Quadrat, irgendwie Wurzel aus 29. Die lassen wir einfach mal so, die nehmen wir. Jetzt ja nicht irgendwie einen Taschenrechner tippen und dann eine Kommazahl und dann irgendwas verfälschen. Denn wenn wir das mal quadrieren müssen, und das könnte jetzt gleich passieren, dann hebt sich nämlich die ganze Wurzel hinweg. Machen wir das mal. Jetzt sage ich z und da möchte ich mal z Quadrat haben. Z Quadrat muss demzufolge sein, die Länge zum Quadrat. Jetzt haben wir nämlich Wurzel aus 29. Einfache Wurzel, ne? Quadratwurzel. Und das ganze Ding hoch 2
Also entfällt sie. Und jetzt kommt der Winkel. Ja, den Winkel, den müssten wir ausrechnen. Wie rechnet man den Winkel hier aus? Das ist die Gegenkathete von diesem Winkel. Gegenkathete durch Hypotenuse, beziehungsweise Gegenkathete durch Ankathete. Geht ja viel besser. Ankathete können wir ablesen mit 5, Gegenkathete mit 2. Was ist demzufolge, wie berechnet man den Winkel hier, den roten hier? Nennen wir den Phi. Wie berechnet man Phi? Ja, Phi, Tangens Phi ist gleich Gegen durch Ankathete, also Gegenkathete sind 2 Längeneinheiten. Ich kann die Längeneinheiten hier weglassen, weil die sich eh kürzen durch 5, 2 Fünftel. Okay, und dann den Arcus-Tangens und dann kriege ich auch den echten Winkel. Aber den will ich ja gar nicht haben im Moment, noch nicht. So, und wenn ich den ganzen Kram jetzt hier entsprechend mit 2 multipliziere, hier kommt irgendein Winkel von 320 Grad, 18 Grad, irgendwas raus meinetwegen, und ich nehme den mal 2, dann habe ich den Winkel. Dann hätte ich auch die Darstellung. Das heißt, ich könnte dann den Winkel ruhig doppelt so groß malen, aber Achtung, jetzt wird es ein bisschen spannend. Die Länge, das wird 29 werden. Also, die Länge davon ist dann 29. Und das lässt sich jetzt ein bisschen schwer malen. Ich mache das mal in Blau weiter, aber kann sich jeder vorstellen, das sprengt mein Bild hier. Das geht nicht weiter. Aber das ist nicht weiter schlimm. Rein rechnerisch müssen wir wieder rankommen. Mal eine andere Sache, mal ein Rätsel. Ich male nochmal in schwarz ganz schnell meinen Imaginärteil der Zahl. Hier ist der Realteil von Z. Schreiben Sie es ruhig in Klammern von. Ne? Von F von X, Realteil von Z, Imaginärteil von Z. So, und ich habe hier 1, 2, 3, 4, ne, machen wir es doppelt so doll. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ich möchte sagen, z hoch 3 ist gleich 8. Ich möchte aber z haben. Schönes Rätsel. Ich gebe noch einen Hinweis. Gut, hier, das sei also 1, hier auch 1 und so weiter. Der Hinweis, wie viel i habe ich denn drin? Korrekterweise. Wenn ich jetzt ein bisschen umständlich schreibe. Ich schreibe es mal wieder in Blau dahinter. Plus 0i. Ach hey. Hier steht aber 8 plus 0i. Puh, und ich möchte gerne eine Wurzel haben. Okay, wir können ja rückwärts rechnen. Ne? Die Länge, okay, das kriegen wir hin. Das geht noch. Der Winkel? Ja, wie groß ist der Winkel, meine Lieben? Machen wir es mal so. Wo ist ein i versteckt? Hier unten, ne? Wie viele i's haben wir? Keine. Wo müssen wir die Zahl dann korrekterweise aufmalen? Diese z hoch 3 ist gleich 8. Wie bitte? Ja, wo müssen wir das hinmalen? Hier unten, ne? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Hier. Dann wäre die hier. Daraus die Wurzel dürfte im Realen nicht schwer sein. Ne? Kann man mit dem Taschenrechner machen oder sonst was. Ich mach's mal anders. Was ist denn, wenn da steht, die Wurzel aus 8i? Was ist denn jetzt? Wo liegt ein 8i? Jetzt wird es leichter. Die liegt, ne, genau auf dem Imaginärteil. Machen wir es mal so. Dann tasten wir uns ran. 8i liegt hier oben. Peng. Wie groß ist denn der Winkel? Eben, 90 Grad. Ne, dieser Winkel hier. Ist ein rechter Winkel. 90 Grad, also schön. So, und jetzt, wie hat man gesagt? Wenn ich das potenziert habe, also die 2 zum Beispiel potenziere, dann wird die Länge 2 hoch 3, dann lande ich hier oben. Und der Winkel, ja, wie müsste das dann aussehen? Was müsste ich so potenzieren, dass es hier oben landet? Welchen Winkel? Den Winkel muss ich beim Potenzieren mal 3 nehmen und beim Radizieren durch 3. Logisch? Was heißt denn die dritte Wurzel? Dritte Wurzel heißt nichts anderes wie etwas, also meinetwegen aus 8, ist genauso wie 8 hoch ein Drittel. Und da merkt man, dass ich den Winkel mal ein Drittel nehme. Also muss der hier bei 30 Grad ungefähr liegen. So, und jetzt die Länge. Jetzt habe ich hier zufälligerweise auf 2 schon eine Art Kreisbogen gemacht. Und dann ist die Länge hier. Dann haben wir es hier. Ich lasse es jetzt mal bis dahin, das nehmen wir mal als Gedankensprung mit, das Video wird sonst auch zu lang.
darüber bitte nachdenken, heute nochmal reinziehen und nochmal dran rumopern, dann kommen wir da weiter. Dann kommen wir nämlich ganz leicht weiter. Würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Machen wir an der Stelle mal das Video dicht und kommen nochmal zu anderen Themen, eventuell nochmal mit komplexen Zahlen.